Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch Sniper Ghost Warrior 2 in der Collector's Edition. Alle weiteren Informationen zu diesem Spiel, dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Spiel und zum Boxinhalt findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Sniper Ghost Warrior 2, das Ganze aus dem Jahr 2013. Wir haben hier mal wieder eine Box aus dem Bereich Gaming. Jawohl, es ist der zweite Teil von Sniper Ghost Warrior. So sieht das aus für die Xbox 360 Collector's Edition, lesen wir hier. Dann haben wir den Titel des Spiels und auch gleich die Hauptperson, also den Sniper Cole Anderson. Hier unten ein 18er und das Ganze hier von CI Games. Auf der Unterseite ebenfalls beschriftet. Auf der linken Seite haben wir die Inhalte der Box aufgelistet. Und zwar haben wir hier einmal ein Artbook, den Soundtrack, Sniper One Shot One Kill und natürlich das Spiel im Steelbook. Ja, was bedeutet das genau? Also Artbook, hier lesen wir hier. Ein Artbook mit bisher unveröffentlichten Premium-Illustrationen der Spielumgebungen und Charaktere. Soundtrack, ein offizieller Soundtrack mit der Musik aus dem Spiel. Dann Sniper One Shot One Kill, entwickelt in Zusammenarbeit mit kampferfahrenen Militärexperten. Und entsprechend das Spiel im Steelbook. Auf der rechten Seite haben wir noch Infos zu Bonusinhalten, also Downloadable Content, der hier mit dabei ist, Bonuswaffen und auch zusätzliche Charaktere. Und auf der Rückseite sehen wir hier, was uns erwartet. Also die bahnbrechende Fortsetzung des erfolgreichsten Sniper-Game aller Zeiten. Und hier dann so einzelne Szenen des Spiels, technische Details und ein Barcode. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein. Das Ganze lässt sich hier öffnen. Und dann haben wir hier so zwei Teile, die man hier rausziehen kann. Jawohl. So, die Box ist jetzt leer. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Also, hier haben wir einmal das Spiel im Steelbook. Hier haben wir sogar beschriftet, was hier reingehört. Also SGW2, Sniper Ghost Warrior 2. Und in dem nächsten Fach haben wir hier die weiteren Inhalte. Also wir haben einmal dieses Büchlein hier. One Shot, One Kill. Dann haben wir den Soundtrack zum Spiel. Und das Artbook. Jawohl. Hier steht auch wieder, was da reingehört. Okay. So, die Inhalte haben wir alle entnommen. Und wir starten natürlich wie immer mit dem Spiel an sich. Das ist dieses hier. Kommt hier, wie gesagt, in der Collector's Edition in dem Steelbook. Sniper 2, Sniper Ghost Warrior 2. Auf der Seite auch nochmal beschriftet. Und auf der Rückseite, there are soldiers and then there are snipers. Also, heißt so viel wie, es gibt Soldaten und dann gibt es die Scharfschützen. Hier noch ein Gewehr in Nahaufnahme. Dann schauen wir mal rein. So, auf der linken Seite haben wir hier einmal das Booklet. Und dann hier noch die Add-ons zum Download. Ja, Booklet. Klassisch, ihr kennt das hier in schwarz-weiß gehalten mit den Infos zum Spiel und der Steuerung. Und hier haben wir dann auch noch die Infos zu dieser Bonusgeschichte. Genau, also ein DLC. Hier lesen wir jetzt 2 Premium-Scharfschützengewehre und 4 exklusive Charaktere. Bedeutet, auf der Rückseite haben wir dann so einen Download-Code. Der befindet sich hier unten. Und dann kann man hier das Ganze runterladen. Okay. Hier sehen wir auch übrigens, dass das Steelbook hier so geprägt ist. Denn die Schrift sieht man hier auch durch, auf der Rückseite. Das ist das Spiel an sich. Sniper Ghost Warrior 2. So sieht das aus. Okay. So, dann schauen wir mal weiter. Als nächstes haben wir den Soundtrack. Sniper Ghost Warrior 2 Soundtrack. Auch hier wieder ein Scharfschützengewehr. So, wir haben hier die Tracklist, 15 Stück mit dabei. Es werden wohl großteils so Instrumentals sein.
So sieht es aus. Und das Ganze kommt in einer Papphülle. So, dann gibt es dieses Büchlein hier. Das ist so ein Hardcover-Buch. Kommt hier in grün und gelb. Wir haben hier das Logo oder das Wappen der USA, den Weißkopf-Seeadler. Hier lesen wir auch noch Confidential, also vertraulich. Okay. Und ich glaube, es ist sehr viel Text. Wir haben hier einmal eine Warnung. Okay. Es dient ausschließlich der Unterhaltung und nicht zur Ausbildung von Scharfschützen. Und dann haben wir hier ein Inhaltsverzeichnis. So, was erwartet uns hier? Der Lebenslauf, Geschichte der Scharfschützen, Scharfschützen und Zielfernrohrschützen, Rekorde, Gewehr, Munition, Scharfschützengewehre und die Psychologie des Scharfschützen. Also, es gibt hier ohne Ende dann Text. Ihr seht selbst. Dann werden hier so einzelne historische Sachen beschrieben, wo Scharfschützen zum Einsatz gekommen sind. Und natürlich auch, wo haben wir es genau hier, werden uns dann auch Waffen gezeigt und beschrieben und. Also, jede Menge Infos, Hintergrundinfos zu Scharfschützen. Und als letzten Inhalt haben wir noch ein weiteres Büchlein, und zwar das Artbook. Das kommt hier im Querformat. Und hier gibt es keinen Text, aber dafür jede Menge Fotos und Designs. Ja, also so sieht das aus. Die Charaktere des Spiels. Natürlich die Guten als auch die Bösen. Dann haben wir die einzelnen Waffen hier. Scharfschützengewehre. Dann die Pistolen, die Sturmgewehre, Raketenwerfer, Claymore-Minen, Messer, Granaten, dann die Locations, also die Orte, an denen das Ganze stattfindet. So sieht das aus. Und was haben wir hier noch? Artworks, ja. Fall mächtige Bilder, Vehicles, also die Fahrzeuge, die in diesem Spiel so zum Einsatz kommen, und Architektur, also die Gebäude, in denen das sich so abspielt. Jawohl. Gut, also, schönes Büchlein, das Artbook. Okay, das war's soweit. Wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal das eben gezeigte Artbook, dann der Soundtrack zu dem Spiel in der Papphülle, dieses Handbuch hier, Sniper One Shot One Kill, und natürlich das Spiel an sich, Sniper Ghost Warrior 2, inklusive der Downloadcodes für die zusätzlichen Inhalte. Jawohl, das alles in dieser wunderbaren Box, Sniper Ghost Warrior 2 in der Collector's Edition. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Spiel bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr das Spiel feiert, falls ihr Sniper Ghost Warrior 2 unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.